Heute ist das Rosenkranzfest. Das Rosenkranzfest geht auf ein geschichtliches Ereignis zurück, nämlich als die Türken immer mehr auf Europa vorgedrungen sind und der Papst in Rom sozusagen sich allein gefühlt hat, da hat er das Rosenkranzfest eingeführt als ein geistliches Bollwerk dagegen, dass unsere Heimat überrannt wird. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern, liebe Kirchheimer, Tittmanninger, Astner und Kaier, zweimal ist in der Stiftskirche ein Rosenkranzbild. Das eine haben wir gestern angeschaut und vor der Kirche wäre eigentlich das dritte, aber das ist ja kein Bild, sondern ein Epitaph. Und heute schauen wir das zweite Rosenkranzbild in unserer Kirche da. Das ist über diesen Beichtstuhl. Drüber, da finden wir dieses Bild der Gottesmutter. Hier gibt sie nur dem heiligen Dominikus den Rosenkranz, und zwar ganz vornehm und zart. Sie ist als Königin dargestellt, mit dem Kind auf den Armen. Und das Jesuskind hat hier eine bisschen üppigere Frisur, wenn man genau hinschaut. Und sie steht im Strahlenkranz und zugleich im Rosenbogen, den die Engel über sie halten. Ich finde diese Darstellung auch sehr schön. Darunter ist ein Engel, der die Gottesmutter mit dem Kind beräuchert. Und dahinter finden wir zwei Engel, die uns das Schweißtuch der Veronika entgegenhalten. Das Tuch, wir sollen das Angesicht Christi finden, indem wir beim Rosenkranz das Leben Jesu betrachten. Und da ist es auch gut, wenn wir nicht nur die gängigen Geheimnisse nehmen, sondern wenn wir auch einmal andere frei formulieren, wo wir gerade in der Heiligen Schrift gelesen haben. Jesus, der uns Gleichnisse erzählt, oder Jesus, der im Gleichnis uns warnt, dass wir den falschen Weg gehen. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet, Jesus, der uns begegnet, wie den Jüngern in Emmaus. Da kann man einen ganz reichen Schatz, man kann sich seinen eigenen Rosenkranz sozusagen zimmern, indem man eine Stelle aus dem Leben Jesu nimmt, aus dem Evangelium und darüber nachdenkt. Manchmal sind die gängigen Geheimnisse so gängig, dass man dabei gar nicht mehr richtig zum Nachdenken kommt. Und da können wir halt einfach einmal etwas Neues ausprobieren. Und der eine Engel hält den Weihrauch, der andere betet an. Wenn wir diesen fast liegenden Engel sehen, wie er die Hände gefaltet hat, wie er da liegt und einfach über das Geheimnis Gottes in Jesus Christus nachdenkt. Ich finde das auch ein sehr, sehr schönes Rosenkranzbild hier in unserer Stiftskirche. Doch jetzt etwas eher Lustiges. Unser Mesner behauptet ja, diese beiden Rosenkranzbilder in unserer Kirche, da ist eines für die Preußen gemalt und das andere für die Bayern. Und jetzt schauen wir mal, welches mehr die preußische Darstellung ist und welches mehr die bayerische. Gehen wir zunächst zur preußischen. Nämlich, wer von uns den Brandner Kasper und das ewige Leben gesehen hat, da gibt es ja auch den Himmel für die Bayern, in dem sogar der heilige Petrus als Israelit zu finden ist, als Galiläer. Und hier finden wir aber den preußischen Himmel, nämlich der kommt auch beim Brandner Kasper und das ewige Leben vor, nämlich da kommt irgendwann aus einem anderen Himmel ein schlanker, ranker Offizier, der auch in den Himmel gehört, aber der ist halt im Preußenhimmel. Und hier sind die Figuren, so behauptet unser Mesner, alle rank und schlank und ein bisschen dürr und ausgehungert und auch die Gottesmutter mit ihrem Kind. Und darum ist seine Meinung, die ist für den preußischen Himmel gedacht. Aber hier sehen wir die bayerische Madonna, nämlich
Wenn's das Jesuskind anschaut, ein richtiger Wonnebrocken, so taustbackig, wie man sich's in Bayern vorstellt. Und auch die Engel, die haben richtige schöne Backerl und haben ein Fleisch auf die Rippen. Und auch die Gottesmutter selber, sie wird als bayerische Madonna sozusagen dargestellt. Also, auch bei den Mariendarstellungen gibt es sogar Unterschiede, aber vor jedem dieser beiden Bilder kann man beten und kann man sie betrachten, und ich finde beide schön. Und darum beten wir jetzt, egal, gestern haben wir zum bayerischen Jesuskind aufgeschaut, jetzt schauen wir zum anderen Lauf. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht, hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch heute an diesem Abend und in dieser Nacht der treue und der gute Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Rosenkranz, Königin, Mutter, du reine, hilf, dass dir unser Herz endlich erscheine. Schirme uns alle Zeit treulich im Kampf und Streit, Mutter, Mutter, du Reine. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Heute haben wir eine sehr lustige Aufnahme gehabt, das werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen. Dann pfiat euch, bis morgen.